Ach du Gott. Okay, wir müssen... Nummer 1. Okay, das, ah ne, Moment. So. Ach ne, grün ist ja hier unten. Haha. So, grün ist auch hoch. Und jetzt müssen wir bloß noch blau. Blau läuft. Läuft gut. So, läuft gut und... Yes! Vor allem sind überall die Kerzen an, ne? Wir hier wieder hinten rüber. Es gibt sonst keinen direkten Weg. Das ist alles abgesperrt vorne, ne? Es ist jetzt zumindest das Licht an. Das heißt, wir sehen jetzt auch mehr. Möglicherweise. Keine Videoübertragung, Support kontaktieren, kein Signal, Gashak Security. Was ist das hier? Federcodes. Keine Übertragung, 433. Address. Two letters, four numbers. Take your time, I've nothing better to do. Was? B, H, 2, 6, 7, 3. Barrow Hill, eh? The old service station. Gleich klingelt's hier. Catch me up there, not tonight. So don't ask. Closest I want to get is via the video feed. What's the error code? The numbers that appear on boot up. Ach so, keine Videoübertragung. Warte mal, keine Videoübertragung. 475. No signal. Bit weird. I'm looking at the feed right now. Cable must have been downed in that last storm. Diverting feed to the venue. Not that it'll work too great. Anything else? Good, back to the telly, I mean work. Stay safe. Wir haben Videobild. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir da rausfinden, was jetzt Phase ist? Da! Okay. Can you see me? I'm here. Can you see me? I'm here. Over here. Don't ask about the dead-ends. I've no idea. But you hear rumors about the animal feed. Up at Tregowan Farm. It's got stuff in it, they say. My mum says so for one. And she... Brille, ne? I only ramble when I'm nervous. We did Beast of Barrow Moor, the musical at college last season. Oh, and I trembled all the way through it. It was a costume. It was so scary. Oh, komm, hör auf, ey. I'm scared now. Please help. Oh, können wir hier was machen, oder was? Okay,
I'll squeeze through. I'm going. Was auch immer wir jetzt tun. Once we get the others, the police and stuff, they'll go up there. They'll go up to Barrow Farm and see what happened. But what would they do with Mir? She's not herself. She's not like this. Was können wir gar nichts machen, ne? Oh. She don't mean to do it, Mir. She's got something wrong with her. Something in her head or something. Is she possessed? Yeah, that could be it. Ist nicht nur besessen, ne? Aber sie guckt da hinten. Okay. The eyes of the crow. Nearly there. I can see the garage. Then we'll find Gus. He's got a plan. Maybe it's best if we don't phone the police. Not yet. We could do something. Get Mia back to the farm. Do the summoning spell properly. We got it wrong. That Baben came. She took Mia. I said her name. Oh, damn it. I said her bloody name. Since it was last open. So how can they smell so bad? Also er kann hier hinten raus. Also wir müssen ihn jetzt bloß leiten, so wie es aussieht. Das ist ja nicht so kompliziert. Oh. Oh. Da müssen wir... Okay. That's it. Made it. I'm coming out. I'm doing it now. Die steht da. Okay. Buh. Ich glaube, er ist jetzt da, wa? Das mit den Bildern gefällt mir gar nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö, nö. Hello? Are you here? I made it. Can you believe it? I thought I was a goner. Found you. No. Mia, please. I were only saying. Mia, it's me. Look, I've got something for you, Mia. I bought you a present. Mia. Mia, no. No, Mia. Immer wenn man bei solchen Sachen sagt, das ist ja nicht so kompliziert, passiert was. Ich dachte, wir hätten ihn gerettet. Naja, ein Opfer mehr ist nicht so schlimm. Sind ja schon ganz viele gestorben hier in Barrow Hill, ne? Da kommt es jetzt auf ein Opfer nicht an. Sehe ich jedenfalls so. Was ist das hier? Oh, guck mal, wir können hier gewinnen. Nee, warte mal, da ist noch... Eine... You have no new messages and one saved message. Message received, September 22nd, 2006. Hey Ben, it's me, Maggie. I'm still feeling a bit under the weather. I hope everything is all right at work. I haven't heard from you. Tell George, Dad found someone to buy the old banger that's rusting away in the garage. I forgot to say, I left my work keys at the service station. I think they fell out of my pocket in the office.
So check down the side of the boss's chair. I'll be back in as soon as this cold clears up. Okay. Oh. Bleistifte. Ist aber Bleistifte, okay. Noch irgendwas? Nö. Ist aber auch echt mörderisch versteckt, ne? Die ganze Geschichte. Ah, nun gut. Okay, da ist eigentlich keiner mehr, ne? Was war das hier? You have no message. Hey, Ben. I'm still I hope everything is all right at work. I haven't heard from you. Tell George, Dad found someone to buy the old banger that's rusting away in the garage. I forgot to say, I left my work keys at the service station. I think they fell out of my pocket in the office. So check down the side of the boss's chair. I'll be back in as soon as this cold clears up. Ja, gab es. Das war die Lady Dimitrovic oder so ähnlich. Nein. So. Tja. Ach, guck mal. Das war der... War das der Boss-Schlüssel oder was? Die Lady war gut. Also, ganz ehrlich, also ungeachtet dessen von dem... What did she do? Is he dead? No, he's still breathing. What is that stuff? This is too much. I'm getting the police. Also, das Spiel ist wirklich gut. Also, ich hab's echt... Also es ist wirklich schlimmer, als es wirklich ist. Oder man macht mehr Panik, aber es ist wirklich gut. Resi 8. Ja, das ist die Lady. Das ist der erste Boss, den man mehr oder weniger erwischt. Und ihre drei Töchter, das sind die Vorbosse. Hier sind irgendwelche glühenden Pilze. Und er hat den Fisch. Okay. Der Feigling war das, ne? Der Fisch. So, aber ich glaube, hier ist nicht mehr. Ich speichere mal hier ab wieder. So, wir haben ja den Schlüssel hier. Ne, den nicht. Den da. Quatsch. Den da. Ja. You're listening to Emma Harry on Barrow Hill Radio. This autumn equinox. We've got a caller on the line. Hello, you're on the air with BHR. This is Lady Tregowan of Barrow Moor. My land backs on to the old Barrow Hill. We've never touched it. Not once. Not ever. Shush, quiet down. Mummy's on the phone. Some sort of superstition? It's Baben's world. Meaning? It's a place for the dead. Baben? B-A-I-B-I-N. Baben, silly dolt.
legend has it that she presided over the barrows back in the days of early farming. The, late Bronze Age. Yes, well done. She was the last to be buried on Old Barrow Hill. What? You mean her body is still up there? Oh, absolutely. She picked a good spot, too. Where? Get down, Bernard! Bernard, come back here at once! Bernard! Hello? Hello, caller? Are you... Baben, Baben, Baben. There, I've said it now. Why don't you pick on somebody your own size? As for you other folks, I've got a fabulous track coming up. Okay, wir haben die Maus wieder. Was haben wir hier? Geht nicht. Diese Panflöten-Dings da ist ja nervig. Schraubenzieher, okay. Was ist das hier mit der... Ich weiß nicht, was das zu suchen hat. Was ist das hier? You're listening to Emma Harry on Barrow Hill Radio this autumn equinox. It's been 10 years since the event at Barrow Hill, known locally as Q306, where many people lost their lives that night. Yet the cover-up continues, and I, like many, am still searching for answers. I saw things that shouldn't exist, things I didn't believe in. Schade, das geht nicht. Awoke after thousands of years. It's hard to explain to those who don't believe. Those who don't know Barrow Hill. You're listening to Emma Harry, venue the smoothest sound in the southwest. Fabulous Barrow Hill Radio. Hey, Ma! You seem so revived and invigorated. It's these new Puri Balance Happy Health Boosters. Wow, that's quite a mouthful. Das hier. Not at all. They come in these neat little squirters. Warum ist das hier? Add them to anything? Sure thing. Add a few drops to water. N blau. Even tea. It's perked you up no end. Green, gelb. Grün, okay, und L ist rot. Okay, das ist die Erde, das ist der Nullleiter. Das kriege ich auch noch hin. Warum auch immer. So. Aber was hat es mit dieser Nadel hier auf sich? Hier ist eine Nadel oder so. Warte mal, hier sind Magneten. Vielleicht können wir... Nee. Was ist denn das? Gute Nacht, Lilifee. Und schlaf gut. Was ist das hier? Hier ist irgendwas. Oh, die Musik. Okay.
Ist das hier vielleicht irgendwie... Wüsste, was das Spiel gerade von mir will hier. Da gibt's ein Geräusch. Hier auch. Also ich könnte wetten, dass wir hier was erstellen dürfen. Ich bin ziemlich sicher, wir brauchen nämlich einen Magneten für den Teich, für den Pool. Das würde hier genau hier passen, aber was ist das hier? Und das hier, das sieht aus wie eine Nadel? Oder ist das... Ich weiß nicht, was es ist. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist das, okay. Huch. Aha, hier kommen wir wieder raus. Hier sind Brennnesseln. Eine Ölkanne. Da können wir also rausgucken und irgendwas tun. Dun Dreckli. Ich komme hier nicht raus. Schraubenzieher. Ah, ich weiß, wo wir den benutzen können. Am Funkturm. ¼° Watt. Keine Ahnung, was ich jetzt kaputt gemacht habe. Ich sehe nichts, was ich hier kaputt machen könnte. Celebrations are in full swing this equinox evening. Down by the harbor they are celebrating, launching sky lanterns. Ich glaube, das ist Schnur hier. Witchwood are celebrating, holding a bonfire and barbecue on the village green and scoffing hot baked potatoes. Mine's the cheese and beans, guys. If anybody fancies popping by, I'm sick of eating these duck noodles, wildfowl, or just fowl. Whatever you're doing, however you're celebrating the change in the season, stay safe and have fun. Ich hab keine Ahnung. It's your chance to join Charlie Clown and the Lumpy Scrumpy Team down at the caravan. Don't forget to pick your own harvest veg straight from the earth while Charlie keeps the lump and old crumpy.
Wir können mit dem Ding nichts anderes machen, als hier in dem Gebiet. Ach so. Da ist ein Schlüssel, dafür bräuchte ich auch sowas. Ey, das muss... Das muss funktionieren. Das ist so einfach. Kann man das runterknallen lassen? Nee. Was ist das hier? Können wir da nicht ranmachen? Das da vielleicht? Oh, ist das so nervig? Ah, den nicht. You're listening to Emma Harry, playing you the smoothest sound of the Southwest. Es war stellenweise auch zu zäh, ja, weil wir, das ist stellenweise Pixel-Hunting. Also wie gesagt, ich glaube, das ist hier ein Bug. Wir haben ja alles da, was wir bräuchten, um eine Dings zu bauen hier, ne? Eine Angel. Mit Magnet dran. Wir haben Magneten, wir haben eine Strippe und wir haben hier eine Stange, aber... Oder damit? Nee. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Damit könnte man nämlich problemlos den Schlüssel daraus operieren. Was mache ich denn hier verkehrt? Muss ich das irgendwie abschneiden oder so? Aber ich habe nichts zum Abschneiden. So, kleinen Moment mal kurz. Ich mach mal kurz Stille. Ich gehe mal kurz gucken. Extras hier. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ich muss das bloß hier einmal öffnen. Wo könnte das jetzt sein? Warte mal, wahrscheinlich Steuerung M, Magnet. So. Tja, da steht genau das, was wir gerade die ganze Zeit versucht haben. Okay.
Okay, interessant. Also, normalerweise steht hier... Aber die Dinger funktionieren hier nicht. Ja. Ich würde mal sagen, das funktioniert nicht. Also es steht da, man soll das Ding hier mit diesen Rott benutzen und dann soll man auf den Hufeisen klicken und benutzen. Und dann funktioniert es irgendwie. Unschön. Nun gut, das werde ich mir wohl, glaube ich, dann hier, wie sagt man so schön, off-record angucken, den ganzen Kram, warum das hier nicht funktioniert, warum das klemmt. Ja, ich habe ja ein Hufeisen-Inventar, aber... Ach so, meinst du das vielleicht? Klick. Ne, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Also bei GOG, ich habe ja bei GOG gekauft, ne, ist das relativ eindeutig. Das Gute ist, man sieht doch gerade, wo man ungefähr ist. Wir sind ungefähr bei der Hälfte, so Pi mal Daumen. Da steht eben halt wirklich, hier, Get Crowbar haben wir, ne? On the Workbench sind wir gerade. Screwdriver haben wir. Dann steht hier, Click the string on the old car E-Reel. Click the magnet on the bottom of the string. Click to take. Das steht da. So, das ist das, was als Aufgabe steht, beziehungsweise ab. So, das wird das hier sein. Aber das will nicht. Okay, da werde ich wahrscheinlich mal auf Suche gehen müssen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir nämlich hier notgedrungenerweise Feierabend. Weil die Lösungshilfe, die mitgeliefert wird, sagt, es muss gehen. Ja, das ist immer ärgerlich, das stimmt. Vor allem, es ist ja alles bisher einigermaßen nachvollziehbar gewesen. Also das hier ist sowas von banal eigentlich. Aber... Vielleicht... Ich sag dazu jetzt nichts. Ihr habt's gesehen, tausendmal habe ich's probiert gerade. Ich habe jetzt hier irgendwo geklickt an der Stelle. Nee, brauchst nicht mehr googeln. Ich glaube, man musste das ungefähr dahin halten, dass die Strippe vom Ende hier ist. Pass auf. Pass auf. Ich glaube, genau das ist es nämlich. Also so geht nicht, ja? Pass mal auf. Wenn ich jetzt aber so mache, sieht man es? Da fehlen mir die Worte. Guck mal, jetzt... Okay.